Hallo Leute und willkommen bei Team Smolik zu einem neuen Video für euch. Wir reden heute ein bisschen darüber, ob man lieber boxen sollte oder kicken sollte im Kampfsport und vor allem über Stärken und Schwächen. Wird sehr interessant. So, aus gegebenen Anlass hier das Video, und zwar, klar, bezieht sich das auch ein bisschen auf meinen Fight, auf meine Titelverteidigung. Sollte man lieber boxen oder lieber kicken im Kampfsport? Leute, ganz klar, macht das, was ihr könnt. Ganz einfach. Immer wieder sagen Leute zu mir, der Smolik, der kann ja nicht boxen, der kann ja nur kicken. Da gibt es ein paar Sachen dazu zu sagen. Zum einen, wenn ich möchte, kann ich boxen. Ich meine, das hat man spätestens in Las Vegas gesehen, als ich mit den Profiboxern trainiert habe. Aber warum sollte ich denn, wenn es anders auch funktioniert? Warum sollte ich mich in eine Gefahrenlage begeben? Gerade bei meinem letzten Gegner, der war kleiner, warum sollte ich da in Infight gehen, wenn ich ihn auf Distanz halten kann? Also warum sollte ich Dinge machen, die vielleicht sogar meinen Sieg gefährden könnten? Und ich muss da keinem irgendwie was beweisen. Deswegen kicke ich halt und nutze meine Stärken, und das auch für euch, ja. Wenn ihr was besonders gut könnt und die Leute kommen und meinen, hey, du kannst das oder das gar nicht, mach das mal, dann scheißt einfach da drauf. Macht einfach das, was ihr könnt. Never change a running system, sagt man so schön. Macht das, was funktioniert, und das wird euch dann weiterhelfen. Ich meine, die Leute, die wollen immer irgendwie was, was ihr nicht könnt, ja. Die wollen immer irgendwas sehen, die haben immer irgendwas zu meckern. Immer ist irgendwas falsch und immer passt irgendwas nicht. Egal, ihr könnt nie irgendwas perfekt machen, weil die Leute immer meckern werden. Und deswegen konzentriert euch auf eure Stärken und dann werdet ihr erfolgreich werden, oder Markus? Ja, den Leuten kann man sowieso nie recht machen. Also ich höre es bei jedem Kampf, entweder ist es zu kurz, dann ist es zu lang, dann ist der Gegner zu schwach, dann ist der Gegner zu stark, dann ist er zu groß, dann ist er zu klein. Also Kommentare gibt es da immer unendlich. Michi hat schon wunderbar zusammengefasst, konzentriert euch auf das, was ihr könnt. Bei Michi ist es Kicken. Es ist nicht so, dass Michi Boxen nicht kann, es ist nur so, dass eben die Kicks, ja, die sind bei 110%. Das Boxen ist bei 90-95%, meiner Meinung nach. Alle Leute, die sagen, ja, der Smolik kann nicht boxen, da muss man nur ran. Ihr seid herzlich eingeladen zum Boxsparring. Macht mal eine Runde mit Michi, nur eine Runde, dann ändert ihr eure Meinung. Ja? Also Michi kann definitiv boxen. Es ist wirklich so, beim Sparring bin ich voll bei euch. Wenn ihr Sparring macht, ja, kann man ruhig mal an den Dingen arbeiten, die man nicht kann. Das haben wir in den USA gemacht mit den Profiboxern. Deswegen haben wir dort mit Profiboxern trainiert. Und wie ihr auf den Videos gesehen habt, hat das wunderbar funktioniert. Nur im Kampf ist es wirklich so, das ist gerade, Michi kämpft professionell, Michi kämpft um den WM-Titel, er hat einen Namen zu vertreten, ja, er hat das Team Steko zu vertreten. Da kann man nicht irgendwelche Experimente machen, ja, weil irgendwelche Leute gesagt haben, box mal mehr, lässt er sich auf so einen Boxfight ein. Michi hat es vorher angedeutet, wir haben es in der Ringpause gesehen, der Christian Brohecker hat zu dem David Trajero eben gesagt, ja, versuch eben ranzugehen und dann mit dem Schwinger zu treffen, ja. Und warum soll er sich auf sowas einlassen? Wäre doch Blödsinn. Michi hat es wunderbar gemacht, die Leute haben immer was zu meckern. Ich kann dazu nur sagen, kann mich da nur voll anschließen. Alles richtig gemacht. So, und jetzt nochmal zum Abschluss für die Allgemeinheit. Jetzt auch nicht nur auf Kampfsport bezogen. Ich sage das auch immer wieder bei meinen Motivationsvorträgen. Leute, wirklich konzentriert euch auf eure Stärken. Und wenn ihr Schwächen habt, natürlich im Training oder sonst irgendwo, trainiert das. Versucht das irgendwie auszumerzen, versucht euch da zu verbessern. Aber hört nicht auf, an euren Stärken auch zu arbeiten und diese auch zu nutzen, wenn ihr das könnt. Ja, also nicht falsch verstehen, eure Schwächen nicht irgendwie nebenbei hinten anstellen lassen. Natürlich parallel auch immer trainieren, dass ihr das dann auch im Background habt, ganz klar. Aber wenn ihr zum Beispiel ein Unternehmen gründet und ihr merkt, hey, mit eurer Strategie, mit eurer Marketingstrategie werdet ihr erfolgreich, verdient einen Haufen Geld und könnt auch noch Leuten weiterhelfen, dann macht das doch. Wenn euch irgendwie andere Konzepte fehlen und andere meckern, der macht es aber nicht so, der macht es aber nicht so, dann lasst es doch. Ja, dann macht trotzdem euren Weg, macht es so weiter. Und wir haben es jetzt schon tausendmal gesagt, die Leute werden immer meckern. Das wird immer wieder im Leben passieren. Deswegen einfach ignorieren, euer Ding durchziehen, Weg geradeaus gehen. Und da gibt es zum Abschluss noch eine sehr, sehr schöne Geschichte, die hat mir Markus mal sogar erzählt gehabt. Das war damals schon im Amateurbereich, haben die Leute zu mir gesagt, dass ich nicht boxen kann, ich kann doch nur kicken. Und ich habe mir da tatsächlich auch Gedanken drüber gemacht, warum reden die Leute sowas über mich. Und der Markus hat eine sehr, sehr, sehr schöne Geschichte über Steffi Graf damals erzählt. Kannst du die noch einmal kurz zusammenfassen für uns? Ich hoffe, ich kriege sie noch so zusammen, wie ich sie dir damals erzählt habe. Und zwar bei Steffi Graf war es immer so, sie hatte
eine sehr, sehr gute Vorhand. Ja? Und beim Tennis ist das eben die Vorhand und das ist eben die Rückhand, ja? Für die Leute, die es nicht wissen. Und Steffi Graf konnte eben überhaupt gar keine Rückhand schlagen. Bei ihr ging das so weit, sie hat die Rückhand immer umlaufen. Sie ist also um den Ball rumgelaufen, nur um statt der Rückhand die Vorhand schlagen zu können. Und da haben auch immer alle zu ihr gesagt, ja, du bist perfekt, du bist die perfekte Tennisspielerin, aber du musst an deiner Rückhand arbeiten, du musst an deiner Rückhand arbeiten. Ja, sie hat sich das sehr zu Herzen genommen, könnt ihr auch gerne mal nachgoogeln, die Geschichte. Hat dann an ihrer Rückhand gearbeitet und hat angefangen mit der Rückhand zu spielen. Und dann hat sie eben auch angefangen, die Spiele zu verlieren, ja, und zwar Steffi Graf. Dann ist sie wieder zu der alten Systematik zurückgekehrt, hat sich nur noch auf ihre sehr, sehr starke Vorhand konzentriert, hat die Rückhand weggelassen und sie hat wieder ihre Spiele gewonnen. Das zeigt eben auch, dass... wie effektiv es ist, sich wirklich auf seine Stärken zu konzentrieren und vielleicht auch ein bisschen unkonventionell dann zu spielen oder zu kämpfen. Auch wenn das ja nicht lehrbuchmäßig ist, aber wenn es funktioniert, dann funktioniert es und ihr gewinnt. Genau, und diese Geschichte ist, glaube ich, abschließend sehr, sehr schön gesagt. Ihr müsst keinem irgendwie was beweisen, nur euch selbst. Wenn ihr mit euch selbst zufrieden seid und ihr selber sagen könnt, hey, so wie ich das mache, funktioniert es, so wie ich das mache, werde ich erfolgreich und ihr seht auch Resultate, dann tut mir bitte einen Gefallen. Macht weiter, okay? Das ist, glaube ich, das abschließende Wort, der abschließende Satz dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Weitere motivierende Videos könnt ihr natürlich weiterhin bei mir auf dem Kanal sehen oder auch in unserem Online-Trainingsprogramm www.wegzumweltmeister.de ist unten auch verlinkt. Da sehr, sehr viel Motivation, Trainingstipps, Ernährung und so weiter. Aber auch in unserem Buch Kämpferherz auf Amazon erhältlich. Schaut es euch mal an, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten hat es mich gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Das war Markus und Michael Smolik. Haut rein!